Umgebung sichern. Ich will keine Übergriffe mehr. Ja, Sir. Wissen wir, was die Raiders aus dem Wrack gestohlen haben? Was sie auch gestohlen haben. Raiders. Und nur autorisiertes Personal kennt die Frachtliste des Schiffs. Ja. Sir, wie konnte das passieren? Genau das will ich herausfinden. Yo. So. Vorsichtig. Dann können wir ihn hacken. Oh, jetzt. Hahaha. Geil. Ein ziemlich großer Trupp, nur um eine Fähre zu sichern. Hier gibt es sicher etwas zu finden. Das meine ich aber auch. Ah, da kann man rein. Okay. Ups. Vorsichtig. Und zur Seite kommen. Hatte schwer. Ich hab Gnade walten lassen. Ein Auslöschungstruppler. Dann hat er es wohl verdient. Was hast du? Ah, das willst du. Für dich, Kumpel. Jo. BD. Verschwinden wir! Okay. Eine Art elektrifizierbarer Pfeil? Vielleicht solltest du beim nächsten Mal einen Scan machen, bevor du das Feuer eröffnest. Elektropfeil freigeschaltet. Aber ich muss es echt mal leise machen, ne? Das ist ein bisschen zu laut. Machen wir mal so. So, BD-1 kann jetzt einen Pfeil abschießen, der bestimmte Objekte überlädt. Durch den Pfeil von BD-1 lassen sich zudem gegnerische Droiden außerhalb des Kampfes leichter hacken. Cool. Wer soll sich das denn alles merken? Ah ja. Das ist die Plattform, wo wir eigentlich hin wollten. Aber... wir gehen nur mal kurz gucken, weil hier geht's ja auch weiter. Nee, geht's nicht. Okay, gut. Dann gehen wir da nochmal hoch. Und darüber, wenn's reicht. Oh, nee. Okay. Dann müssen wir doch hier lang. Aber wie? Elektropfeil ist das. Und diesen hier. Aha! Coole Sache. Gott, wie knapp. Nein, das ist interessant. Prospektoren haben ihre Funde von dem Gipfel mit diesem Aufzug runtergebracht. Ich verstehe nicht, warum sich das alles interessiert. Da oben! So.
Jetzt sind wir wieder hier. Wo wir hergekommen sind. Müssen wir da rein? Ne, eigentlich waren wir doch hier schon richtig. Hä? Erklär mir mal, was genau ich da tun soll. So. Mal da oben ist ein Tor. Versperrter Weg. Ah, hier auch. Ah ja. Hier müssen wir rüber. Alles klar, Herr Kommissar. Trotzdem können wir mal gucken, was hier drin ist. Oh, falscher Knopf. Ich kann den Lift von hier nicht holen. Okay. Gibt's denn hier keinen Lift? So. Dann gehen wir mal darüber, wie wir es am Anfang schon machen wollten. Man sieht halt auch nicht so gut, ne? Da komme ich doch nie im Leben hin. Ja doch. Tadam. Aha. Okay. Nee, ne? Geht das nur einmal? Okay, dann müssen wir uns mal einen kleinen Überblick verschaffen hier. Wie genau wir uns bewegen müssen. Weil das Ding geht einmal weg. Wie soll ich denn so schnell darüber kommen? Das war ja keine Wand zum Festhalten. Das war ja eine... Oh, warte mal. Lass mal kurz gucken. Ja, da muss ich tatsächlich wieder zurück und da runter. Das geht doch gar nicht. Wow. Geil. Geht doch. Da liegt was. Komme ich denn da hin? Kommt vielleicht noch. Wenn es nicht herkommen soll. Ich hab's gehört. Ah, guck mal, hier geht's durch. Oder auch nicht. Hörst du auf? Lauf! Ich fühle mich nicht besonders. Komm schon, ich weiß, du bist da drauf. Raider und Vektor, egal. Ich soll nur ankommen. Wer labert denn dann noch? Ah, da unten steht einer. Den kriege ich nicht. Ah, egal. Okay, dann hier lang. Tadam. Hey. Ohne Kopf würde ich mich auch nicht besonders gut fühlen. Da gebe ich dir allerdings recht. Da gebe ich dir recht. So. Echt neblig, Alter. Man sieht ja kaum was. Da oben ist was. Ja, was Rotes. Was ist das? Nix. Okay, gut. Jetzt scheint doch noch die Sonne genau auf meinen Monitor und blendet mich, ne? Blöde Sonne. Aber ich muss es eben wegmachen. Das stört echt. So.
So ist besser. Ja, das ist schlimm, wenn genau der Sonnenstrahl so einen Streifen quer über den Monitor macht, da siehst du nichts mehr. Okay. So, wenn das eh schon so dunkel ist, ne? Und dann auch noch blendet. Marlhöhle. Sind wir zum Ruhrgebiet. Okay. Nix. Warum? War doch der richtige. Ja, Elektropfeil. Ändern wir den Winkel. Ja. Ah. Feuer frei. Oh. Das ist das Ruhrgebiet. Das singen wir auf der Arbeit tatsächlich hin und wieder mal. Eigentlich täglich. Weil wir halt auch im Ruhrgebiet fahren. So. Ne? Darunter tatsächlich. Jetzt voll gegen die Wand. Ne. Oh. Sowas hatten wir bisher nur einmal. Hier ist irgendwas. Da ist doch was. Ah, stimmt. Vorsicht! Auf den Punkt! Hey. Wer wehrt sich das Folgen? Ja, kann ich blenden. Tada. Ui, das war sehr knapp. Oh, passt doch auf, Leute. Aua. Der sieht aus wie von He-Man, der Cyclops. Der hat auch so einen Helm auf. Wo er dann die Augen durchswitchen kann. Noch mehr. Du bist ja eklig. Oh, du bist noch ekliger, war. Hey. Okay, blocken lohnt sich bei dem nicht. Wer hätte es gedacht? So. Abgesloten. Ah, der wollte gerade noch scannen. Das hat funktioniert. Alter, es ist dunkel. Wo wollen wir hin? Ich glaube, da wollen wir hin, ne? Okay. Ich lasse hier schießen. Sie uns nicht schuld. Falls es uns nicht gelingt, den hier die festzusetzen, haben wir eine Rüge verdient. Mag sein. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es gut eine für uns Rüge? Wird. Da liegt was da unten, oder? Das ist eine Täuschung. Ja, es war eine Täuschung. Nö. Bleib ruhig oben, Digga. Ach so. Ah, Döspaddel. Da sind wir doch vorhin schon lang. Scheiße. Hoffentlich komme ich da wieder hoch. Ja. Sehr gut. Von da sind wir gekommen.
Hihi. Du solltest von dieser Staffel fliehen. Das. Ein Eindringling? Der war ein bisschen überrascht. Ein bisschen schockiert, würde ich mal behaupten. Fahrstuhl? Könnte sein. Sehen wir uns das mal an. Verlassene Prospektorenrüstung. Okay. Aber not for me. Kann ich das hier manipulieren? Nee. Wegen des Nebels funktionieren unsere Sensoren nicht. Wenigstens bist du noch einsatzfähig. Geht das jetzt hier? Ja, Mann. Effizienz ist entsprechend reduziert. Wenn wir angegriffen werden, gehst du in den Nahkampf. Diese Logik ist vernünftig. Ist er jetzt gehackt oder nicht? Du bist dran, BD1. Hä? Müsste jetzt gehackt sein. Warum greift er den anderen nicht an? Ich weiß es nicht. Man muss hier gar nicht weiter klettern. Doch, oder? Nein. Okay. Ah, okay. Da greift nur die an, die ich auch angreife. So. Sollten wir aber, glaube ich, mal kurz speichern. Oh, wir haben schon wieder 2 Fähigkeitspunkte. Nice. So, dann gehen wir wieder bei der Macht gucken. Gucken, was die so macht. Was die Macht macht. Kerls maximale Macht erhöht sich noch einmal. Ja, komm. Einpacken. Wird immer wichtiger. So. Und weiter geht's. Geil. Sag genau das, was ich gesagt habe. Das ist ziemlich viel Feuerkraft. Ja, das können wir doch so nicht durchgehen lassen. Trotzdem würde ich mal kurz gucken. Da komme ich wieder hoch. Dann hat sich da doch bestimmt irgendwas versteckt. Da ist was. Oh, da komme ich nicht ran, ne? Oder? Doch. Ich sehe es kurz aufblitzen. Jetzt. Und es bringt gar nichts. Okay, dann springen wir mal. Eine Kiste. Dieses Terminal wird warten müssen. Ah, so eine, wo wir noch nicht aufmachen können. Schade. Okay, dann zurück. Aber Versuch war es wert. So. Dann lassen wir erstmal den da runterfallen, würde ich sagen. Oh nee, es reicht nicht. Okay. Oder? Ich kann noch ein Stück vor. Nee. Und hier? Kommen wir hin. Versuch's. Ah, Seil gespannt. Beautiful. Trotzdem kurz checken. Naja, alles okay. Dann können wir darüber.
hier das Seil gespannt. Versuchen wir es von einer erhöhten Position. Alle Sektoren, es gibt weiterhin höchste Alarmbereitschaft. Gruppe Delta und Epsilon, melden Sie sich in der Hangarbucht. Rechnen wir mit einem Angriff? Ruhig bleiben, Truppler. Sind es die und, Raiders? Was hast du gefunden? Ja. Wir haben Berichte über Truppenbewegungen auf dem Mond und in ihrer Basis. Wenn dieser Raiders-Abschaum irgendwas versucht, zerblasen wir sie zu Staub. Lass mal so einen TIE Fighter fallen, würde ich sagen. Oh ne, ich komme doch da genau hin, Leute. Okay, dann von woanders. Wie sieht's denn hier aus? Ja. Hihi. Bin mal im Lurk nebenbei, bis ich selber was da bin. Ja, alles klar. Danke dir für den Lurk. Da ist nichts. Warum kann ich da hin? Ich glaube, da komme ich einfach nur wieder weg. Oh, das ist zu. Warum ist das zu? Was soll ich hier? Dann werde ich die wohl töten müssen. Tut mir leid für euch. Aber so ist das Leben. Du hast Schaden erlitten. Ich sehe sie, BD. Ja, nicht zu übersehen. Der mit dir. Vorsicht. Ich will dich hacken. Gut zu dir. Ach so. Der kann fliegen. Schieß. Schieß doch. Nicht Granate. Schießen. Schluss mit Ausweichen. Hey. Offensichtlich sieht das Oberkommando zu. Komm. Alter. Okay. Wirst du nicht. Was mit dir? Oh. Verdammt schnell!
So. Das war der letzte. Was ist? CD1. Nix. Okay. So, dann gehen wir da mal hoch, würde ich sagen. Alter, ist doch. Ah, jetzt wird's heller. Das zu. Das zu. Und ihr seid hinter einer Scheibe. Hallo? Stehen bleiben! Ich lasse niemanden durch. Ich habe gesehen, was du mit den anderen gemacht hast, Jedi-Abschaum. Aber bei mir gelingt dir das nicht. Selbst deine Zauberei kommt nicht durch 15 cm imperiales Stahlglas, oder? Die Strukturwerte zeigen. Du solltest die Tür öffnen. Ich sollte was? Das ist eine Inspektion. Du hast Befehl, mich durchzulassen. Das ist eine Inspektion. Ich habe Befehl, Sie durchzulassen. Entschuldigen Sie die Verzögerung, Sir. Sie werden feststellen, dass alles nach Vorschrift ist. Hoffentlich. Danke. Geringe Willensstärke hält sie nicht davon ab, die Galaxis zu erobern. Aber cool, dass es hier aussieht wie auf dem Todesstern. Natur, geil, aber sowas habe ich schon ein bisschen vermisst, muss ich zugeben. Aber... Damn, boy. Bomber. Damit können sie den Außenposten komplett einebnen. So ist es. Alter, wenn man was sehen könnte, ne? Kann man da hoch? Nee. Die Bauart täuscht nur ein bisschen. Wie ist das denn? Ah, das geht. Schieß! Aha! Tudum. Komm her, BD1. Was? Was hast du denn gesehen, Digga? Da drin? Das da. Ah, mach ja. Dein Ding, Kumpel. Hacken. Ach, ist das der Bossfight, wo Zeus in Discord geschickt hat? Dieser Zweischläge-Tod. Was gibt's da unten? Die Kiste. Die will ich. Drüben war nichts, nein. Okay. Komm bei mich. Der Jedi, mach dich bereit für den Krieg der Türtechniker, genau. Ich wollte schon immer gegen einen Jedi. Okay. Zeus, ich hab dich, glaube ich, überholt. Das war schneller.